Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Und heute geht's weiter. Nachdem wir das letzte Mal im Moon Orbit waren und da eine Menge Wissenschaftsdaten eingesammelt haben, wir haben 500 Wissenschaft zur Verfügung. Gucken wir jetzt als nächstes Mal, wie es wissenschaftlich weitergeht. Ich bin sehr, sehr vergesslich. Ich habe immer noch die beiden Entkoppler zu testen im Orbit und auch auf dem Startplatz. Da sollten wir uns dringend drum kümmern diesmal. Ich habe auch die Flagge schon mal für den Moon eingesammelt. Das hatten wir ja zufällig bekommen. Und wir haben als nächstes erkunde den Moon und zwar lande auf dem Moon und betritt die Oberfläche vom Moon. Wir können richtig, richtig auf dem Moon landen. Und wir haben noch ein bisschen was frei. Und ich sehe da schon Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um den Moon. Den nehmen wir natürlich mit. Da kommen wir ja zufällig lang. Und Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Kerbin nehmen wir natürlich auch mit, weil auch da kommen wir lang auf dem Weg zum Moon. Das lohnt sich heute also richtig. Und wir haben jetzt mit den Vorschüssen, die wir bekommen haben, 1 Million zur Verfügung. Und also 1 Million und ein bisschen. Und 516 Wissenschaftspunkte. Wir fangen erstmal an, die Wissenschaft auszugeben, bevor wir anfangen, das Geld auszugeben. Wir brauchen da nämlich so ein paar Dinge, wenn wir jetzt zum Moon fliegen wollen. Eine wichtige Sache, die ihr unbedingt haben solltet, bevor ihr zum Moon fliegt und da länger rumtoben sollt, meiner persönlichen Meinung nach, ist Solarpaneele. Solarpaneele sorgen halt dafür, dass ihr aus Sonnenlicht wieder Strom machen könnt und das hilft schon mal ganz gut, die Batterien wieder aufzuladen. Und nebenbei sind da auch noch Lampen drin, das heißt, solltet ihr auf der dunklen Seite, also damit meine ich nicht auf der landläufig dunklen Seite, sondern auf der in diesem Moment der Sonne nicht zugewandten Seite des Moons landen, da wo halt Nacht ist, helfen Lampen ungemein. Gekauft. So, und jetzt können wir mal durchgehen, was es sonst noch so für Dinge gibt. Schwere Raketen gibt uns größere Triebwerke, größere Booster, alles in größer. Wir haben Antriebssysteme, die ein bisschen kleiner sind. Das kann auch interessant sein für so eine Landung. Wir haben Treibstoffsysteme, das sind große Tanks. Wir haben fortschrittliche Konstruktionen, wo wir die ersten Fairings bekommen, also quasi Schutzummantelung heißen sie hier, mit der wir sowas wie nicht ganz aerodynamisch gebaute Mondlandefähren einpacken könnten, theoretisch, wenn wir das möchten. Und Service-Modules sind auch mit dabei. Wir bekommen was für die Aerodynamik. Das sind eher so Flugzeugparts. Wir bekommen Landeteile noch in verschiedenen Größen. Da sind auch größere Hitzeschilde übrigens dabei. Und ein Startrettungssystem. Und wir haben hier unten noch eine Kapsel, eine Leiter und Roverräder. Und last but not least kleine Dockingports. So, die Frage ist jetzt natürlich immer, was will man machen? Wir haben die Möglichkeit, mit unseren Wissenschaftspunkten relativ exakt drei dieser Forschungsdinger zu kaufen. Und das ist jetzt immer so ein bisschen Geschmackssache, wo man hin möchte. Was ich persönlich finde, was sehr hilft, um das Ding zu starten, ist tatsächlich Fairings zu haben, um es einpacken zu können. Meine persönliche Meinung zu der ganzen Geschichte. Eins. Dann kann man darüber diskutieren, ob man den Escape Tower haben möchte oder ob man ihn nicht haben möchte oder ob man lieber sagt, ich möchte ein bisschen größere Triebwerke noch haben und mit denen arbeiten, ist alles Geschmackssache. Ich persönlich werde heute, glaube ich, werde ich das machen? Eigentlich habe ich schon alles dafür, ne? Oder das meiste. Ich glaube, wir machen einen Apollo-Style tatsächlich draus. Also Apollo-Lightly-Style, wir haben nämlich noch nicht alles. Mit dem wir zum Moon fliegen. Wir werden aber nur mit 2 Leuten wahrscheinlich unterwegs sein. Gehe ich zumindest von aus. Und dafür brauche ich auf jeden Fall Dockingports. Das heißt, ich werde mir jetzt auf jeden Fall die Dockingports noch mitnehmen, die kleinen. Kann man so machen, muss man nicht. Und last but not least könnte man jetzt drüber nachdenken, ist es das Launch Escape System oder ist es eher... sind es eher andere Triebwerke nochmal. Ich glaube, die Triebwerke sind es tatsächlich nicht. Ich glaube... ich glaube, ich nehme die einfach, weil ich es cool finde, ein Rettungssystem mit dabei zu haben. Ich bin ein einfacher Mann. Ich hoffe, dass das gut auf die Kapsel drauf passt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also wir machen ein Apollo in klein. Achso, wir haben immer noch Punkte, weil ich offensichtlich nicht rechnen kann. Warum kann ich nicht rechnen? Weil es 4 sind.
Ja, dann ist doch super. Dann müssen wir uns doch da gar nicht so einen Kopf machen. Was war die andere Möglichkeit? Das. Wie kam ich denn auf drei? Was ist denn falsch mit mir? Ach, lass uns das nehmen. Das ist ganz witzig, glaube ich. Zack. Da können wir noch ein bisschen mit Treibstoff-Schabernack spielen. Okay. Mit der Kohle können wir jetzt noch ein paar Sachen machen. Und was ihr unbedingt machen solltet, vor einem Mondflug, ist auf jeden Fall die Fahrzeugfabrik upgraden, damit ihr 225 statt 30 Teile benutzen könnt. Das hilft ungemein. 255 Teile reicht für immer und ewig gefühlt. Also da kommt ihr auf jeden Fall normalerweise mit klar. Und jetzt werden wir uns mal tatsächlich eine Raumfähre bauen, die sich gewaschen hat. Eine kleine Planänderung zu dem ursprünglich geplanten Apollo-Style. Ich habe das gebaut. Ich habe es mehr oder weniger erfolgreich in die Atmosphäre geflogen. Und es gab dann auch noch ein paar Folgediskussionen, zum Beispiel, dass die Kommandokapsel MK2 ja auch Content von dem Making History sein dürfte. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass wir tatsächlich fürs Tutorial eine etwas einfachere Rakete für die Mondlandung bauen. Deshalb hier nochmal ein etwas anderer Ansatz, ein anderer Anlauf von vorne, um es für euch ein bisschen übersichtlicher zu halten. Und das heißt, unsere ursprüngliche Moonrakete, ich zeige euch ganz kurz mal, wie es eigentlich geplant war. Es sind schon 109 Teile in sehr vielen Stufen. Das ignorieren wir jetzt einfach direkt mal wieder weg. Das tun wir nicht. Sondern ich zeige euch ein relativ einfaches Konzept, was nicht Apollo-Style ist, was aber vor allen Dingen auch noch kein Docking beinhaltet, weil ich bin auch noch mal in der Reflexion darüber zu dem Punkt gekommen, euch jetzt zu zeigen, wie eine Moonlandung funktioniert und gleichzeitig zu zeigen, wie ihr ein Docking noch macht und. Das ist alles nötig für die Mission. Wird wahrscheinlich einfach viele auch aussteigen lassen. Deshalb machen wir es ganz simpel. Ein ganz einfaches Moonlander-Konzept, wo ihr nur mit einem Körbel fliegt. Das ist deutlich einfacher zu bauen und zu fliegen. Das heißt, Capollo oder Apollo-Style entfällt erstmal und wir machen uns unseren Moonlander fertig. Und der sollte für alle relativ einfach zu fliegen sein. So, das Grundkonzept, das könnt ihr euch schon mal merken für so Ein-Mann- oder Ein-Körbel-Missionen, ist eigentlich relativ einfach. Das sieht eigentlich immer so aus. Okay, also ihr habt eine Rückkehrkapsel, die hat ein Hitzeschild unten dran. Und die hat einen Fallschirm oben drauf. Wenn ihr sonst nichts weiter mitnehmt, ist das eigentlich immer ausreichend, um einen atmosphärischen Wiedereintritt auch vom Moon aus zu überleben. Und damit habt ihr immer ein sehr, sehr einfaches Konzept. So, jetzt werden wir als allernächstes mal gucken, dass wir den Entkoppler dazwischen packen, denn wir wollen uns ja später auch von der Rakete entkoppeln. Und wir nehmen jetzt ein paar schicke Sachen für den Moonlander mit. Und zwar, was wir auf jeden Fall mitnehmen aus der Wissenschaftskategorie, ist das Science Junior. Das Science Junior deswegen, weil es wirklich ein sehr teures Experiment ist, also wo wir viele Wissenschaftspunkte mitbekommen. Deshalb macht es total Sinn, das mitzunehmen. Und wenn ihr schon habt oder wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch Batterien mitnehmen. Ich persönlich würde dazu raten, hier so einen Akkusatz mitzunehmen und gegebenenfalls noch natürlich Solarzellen, um es wieder aufzuladen. Wie wir das gleich kombinieren, das kann man auf verschiedene Arten und Weisen machen. Also, eine Möglichkeit, die auch völlig okay ist, ist zum Beispiel zu sagen, man macht sowas hier. Sieht dann ein bisschen gestreckter aus, fliegt aber immer noch einwandfrei. Und dann hat man nämlich die Seiten frei, wo vorher zum Beispiel die Batterien hingen, um zum Beispiel sowas zu tun wie diese Solarpaneele. Dann hat man in zwei Richtungen Solarpaneele. Das sollte einen Großteil der Bedürfnisse abdecken, zusammen mit dem Puffer hier oben eigentlich völlig ausreichend für den Strom. Außer ihr wollt größere Mengen an Daten wegfunken. Das Thema Funken bauen wir auf jeden Fall auch in diese Mission ein, damit wir das mal haben. Dafür braucht ihr die Hochleistungsantenne HG5 für eine saubere Verbindung. Eine davon reicht allerdings. Ich persönlich baue die dann gerne irgendwie hier immer so hinten ran. Die kann man dann aufklappen. Das heißt, das sieht dann nachher so aus, wenn man sie aufgeklappt hat. Und das ist dann meistens völlig ausreichend für eine Funkverbindung. Das ist allerdings auch Geschmackssache. Also wenn ihr die hier zum Beispiel ranbaut oder so, ist das jetzt auch kein Stress. Die wird dann aber wahrscheinlich beim Wiedereintritt verglühen. So schmeißen wir sie halt weg, wenn wir nachher das Labor wegschmeißen. Gut, so viel erstmal dazu. Dann geht es wieder relativ klassisch los. Der FLT-400 Treibstofftank kommt in die Mitte rein und als Triebwerk
baut ihr euch einen Terrier drunter. Das Terrier könnt ihr natürlich wieder aussehenstechnisch ein Stück weit variieren, so wie euch das glücklich macht. Gibt es ja verschiedenste Varianten. Ich nehme heute mal die mittlere. Und hier... ich glaube, ich gehe heute mit... Nee, ganz weiß ist auch langweilig, ne? Aber das kariert ist auch nicht so meins. Ich glaube, ich mache heute so. Gut, damit haben wir schon mal unsere... Ich nenne es mal Rückkehrstufe. Das ist natürlich nicht der Lander, mit dem wir landen, denn wie ihr seht, hat das relativ wenig Landemöglichkeiten. Aber es ist ein Teil des Landers. Also wir fliegen auch ein mehrstufiges Konzept. Und dieses mehrstufige Konzept funktioniert jetzt folgendermaßen. Wir nehmen uns jetzt von diesen Radialentkopplern. Ihr könnt theoretisch auch diese hier nehmen. Ich würde empfehlen, die nehmen, also die TT38K zu nehmen, weil es dann insgesamt ein bisschen kompakter wird und ihr das leichter in das Fairing reinbekommt. Und die packt ihr in eine Dreifachverteilung. Das könnt ihr hier auch über Shift-X bzw. X umstellen. In einer Dreifachverteilung so hin, dass quasi... unter eurem Logo, also gegenüberliegend von der Tür, könnt ihr einfach eins davon hinpacken. Die anderen beiden sind dann nämlich so verteilt, dass wenn ihr die vorne habt, in der Mitte frei ist, damit man da hoch und runter klettern kann. Falls ihr Leitern benutzen wollt, wenn nicht, benutzen wir keine. Wir bauen gleich welche an, ich hoffe, ich denke dran. Das ist so, ich bin eher so ein RCS-Pack. Mensch, aber gerade wenn man da noch ein bisschen mit übt, lohnt es sich dann vielleicht über eine Leiter nachzudenken. Was wir dann machen, ist, wir nehmen wieder die FTL-400er Tanks und packen die mit der Maus über die Geschichte drüber. So ein bisschen nach unten versetzt. Dann haben wir nämlich jetzt unsere Grundlage geschaffen für eine Landeplattform, beziehungsweise für den Lander an sich. Dann nehmen wir hier die externe Treibstoffleitung, die FTX-2. Und die werden wir jetzt, und das ist ganz wichtig, dass ihr es in diese Richtung tut, die werden wir jetzt von euren Außentanks, da kommt der erste Kontakt hin, auf den Innentank führen. Das könnt ihr ganz knapp machen, das könnt ihr ein bisschen länger machen, das könnt ihr halten wie die Maurer letzten Endes, so wie es euch gefällt. Ich mache jetzt einfach hier so einen direkten Knüppel. So stellt ihr sicher, dass der Treibstoff von hier nach hier transferiert wird. Das heißt, dieses Triebwerk hier wird als erstes jetzt diesen Treibstoff verbrauchen. Es gibt mittlerweile auch eine andere Möglichkeit, das zu machen. Und zwar könnt ihr die Überkreuzzuleitung aktivieren in diesen Dingern. Und mit Rechtsklick könnt ihr euch eine Treibstofflieferungseinblendung einzeigen. Ihr seht schon, oh, relativ kompliziert. Damit kann man im Prinzip Prioritäten festlegen, welcher Tank zuerst leer gesaugt wird. Das werde ich euch später mal in Ruhe erklären. Weil das eben so komplex ist, machen wir es jetzt ganz, ganz simpel. Also ich stelle das hier auch mal alles wieder zurück. Ihr könnt auf jeden Fall mit diesen Treibstoffleitungen immer sicherstellen, dass wenn die in eine bestimmte Richtung gelegt sind, von nach, dann wird so erstmal der Treibstoff gesaugt. Und das ist auf jeden Fall der einfachere Weg im Moment. So, das Ganze wird jetzt, das ist jetzt reine Geschmackssache, ich mag es optisch ein bisschen aerodynamisch gebaut. Also ich baue mir da noch die aerodynamischen Bugnasen drauf. Die braucht es nicht unbedingt, okay? Also ihr werdet auch ohne die überleben, weil dieser Teil des Raumschiffs wird erst außerhalb der Atmosphäre wieder in Kontakt mit der Außenwelt kommen. Das heißt, das muss gar nicht aerodynamisch sein, da wird es nämlich keine Atmosphäre geben. Ist aber letzten Endes gehüpft wie gesprungen. So, unten der Abschluss. Ich persönlich würde da diesen Adapter FLA5 draufpacken, auch dreimal. Dann habt ihr noch unten einen schönen Abschluss. Den kann man natürlich auch oben drauf packen. Also letzten Endes auch das wieder sehr diskutabel, wie man das halten möchte. Und jetzt kommt aber der wichtige Part. Und zwar unter Boden habt ihr schon verschiedene Landebeine. Das könnt ihr euch jetzt aussuchen. Das funktionieren die kleinen. Also die Microstats. Ihr könnt aber auch die LT1 nehmen, wenn ihr das lieber habt. Es gibt jetzt hier kein wirkliches falsch oder richtig. Die kleinen Landebeine sind ausreichend für diese Landefähre. Die großen tun es auch. Letztlich eine Optikentscheidung. Ich glaube, ich werde jetzt... Ich werde mit den großen gehen, weil die ein bisschen breiteren Stand haben. Und weil ich sie ein bisschen höher packen kann. Und ich packe die mir so an die farbliche Grenze des Tanks ran. Und wir starten natürlich eingefahren. So, und was wir jetzt mal machen können, ist jetzt machen wir mal die Delta-V-Anzeige auf und stellen das hier oben um auf Moon
und auf Vakuum logischerweise, weil der hat keine Atmosphäre. Und jetzt sehen wir schon, dass diese Rakete insgesamt 2103 Delta V hat. Ganz so sehr funktioniert das aber nicht, denn das ist nämlich vom Staging her falsch rum. Wir fliegen nämlich erstmal mit diesen Triebwerksgondeln quasi. Also wenn wir zünden, haben wir 2465 Delta V. In dieser Zeit benutzen wir diese Triebwerke hier außen, oder diese Tanks hier außen, Entschuldigung, zusammen mit diesem Triebwerk. Dann werden wir die später absprengen und haben dann, dadurch, dass wir so viel Gewicht abwerfen, nochmal 2080 Delta V in dieser Mitte drin. Ihr seht, wenn wir das zusammenrechnen, haben wir unheimlich viel Leistung und Möglichkeiten. Das werden wir gleich noch ein bisschen reduzieren. Insgesamt könnt ihr euch schon mal merken, ich werde euch gleich eine Delta V-Map auch noch unten verlinken, dass ihr beim Moon für eine Landung so ungefähr 600 Delta V braucht. Also wenn ihr dann auch wieder starten wollt, zurück in Orbit um den Moon, könnt ihr schon mal 1200 Delta V einrechnen. Und wenn ihr dann noch zurück wollt, rechnet mal noch ungefähr 500 Delta V obendrauf, um da auch wieder wegzukommen und irgendwie nach Kerman zurück. Dann seid ihr, wir runden das jetzt mal richtig großzügig, weil es ist ein Tutorial und ihr sollt es einfach haben. 2000 Delta V werdet ihr brauchen, um aus einem Moon-Orbit zu landen, wieder hochzukommen und zurückzukommen. Ihr seht also, wir sind hier relativ gut ausgestattet, auch um noch zum Moon rauszufliegen, unseren Orbit zu drehen und alles drum und dran. Das heißt, wir haben hier ein sehr, sehr gutes, kleines Raumschiff, mit dem wir eigentlich arbeiten können. Es kommen jetzt noch ein paar Sachen dazu, denn wir wollen natürlich, wenn wir schon zum Moon fliegen, ein paar Sachen noch unterwegs erledigen. Und zwar nehmen wir uns zweimal Mystery Goo auf jeden Fall noch mit. Einmal für wir sind gelandet und einmal, ich meine, wir haben noch kein Mystery Goo Experiment in einem niedrigen Orbit gemacht. Falls doch, ignoriert mich höflich, vielleicht schaffen wir noch eine zweite Landung oder sowas. Dann ist es besser, was dabei zu haben, als zu brauchen. Und wir nehmen ein Pressmat natürlich mit und wir nehmen ein Thermometer mit. Die können wir ja immer wieder resetten auch, also die Daten rausnehmen und neu speichern. So, ich habe es bisher noch nicht benutzt, das Experimentallagermodul. Das braucht man nicht unbedingt. Ich habe euch ja jetzt schon gezeigt, wie man die Sachen rausnimmt. Wir werden es mit dieser Mission aber mitnehmen, weil ich euch gerne mal die Funktion einfach zeigen möchte. Wo ihr das hintackert, ist letzten Endes so ein bisschen beliebig. Ich werde es jetzt einfach mal... eigentlich genau dahin bauen, wo die Antenne ist. Da ist leider kein Platz mehr. Ich baue es jetzt mal, ja, dann funktioniert das Leiterding nicht mehr so. Habe ich überhaupt schon Leitern, die ich euch erklären kann? Ne, gut, dann bauen wir es hier hin. Wir haben auch gar keine Leitern. Dann ist das auch egal, dann können wir das ignorieren. So, also dann baue ich das hier vorne hin. Mit diesem Ding können wir die ganzen Experimente halt an eine Stelle einsammeln und sie dort abholen. Das ist vor allen Dingen auch für so Return-Proben von unbemannten Raumschiffen relativ interessant. Aber ich erkläre euch heute in der Mission mal auf jeden Fall die Funktion. Was ich euch noch sehr empfehlen kann, wenn ihr euch offen halten wollt, auf der dunklen Seite zu landen, das sind die Lampen, hier genannt Illuminator, aber es sind ganz urtümliche Lampen, auch in der Dreifachverteilung relativ gut anzuwenden, wenn ihr die hier oben hinpackt, sind die schon in einer relativ guten Verteilung. Nehmt auf jeden Fall die MK1, nicht die MK2. Die MK2 sind sehr, sehr schwach. Die Dinger hier sind richtige Scheinwerfer, da seht ihr dann auch ein bisschen was passiert und habt damit auch eine gute Möglichkeit, den Boden auszuleuchten, sollte es zu einer Nachtlandung kommen. So, und das ist eigentlich auch schon all the magic of the Rakete, mit der ihr unterwegs sein werdet. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das sauber in Fairing gepackt bekommen oder ob wir da noch irgendwie Probleme mit haben. Und wir brauchen auf jeden Fall als allererstes mal einen Decoupler. Den werden wir jetzt mal gemütlich hier... Ich nehme jetzt mal den großen mit etwas mehr Abstand tatsächlich. Beziehungsweise, Entschuldigung. Ich wollte ja sicher gehen, dass wir hier ordnungsgemäße Bauteile benutzen, die alle benutzen können. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass der aus dem Making History ist. Wir nehmen das TD-12 als Decoupler und dann kommt unsere Nutzlast-Fairing drunter. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das so weit in die Breite gezogen bekommen. Seht ihr, und jetzt... Jetzt geht es nämlich wieder los. Wir haben nicht genug Breite in dem Fairing zur Verfügung. Das heißt, wir werden jetzt ein bisschen schmaler bauen müssen. Wir können aber trotzdem die Lampen hier einfach ein bisschen hochschieben. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, über das Drehen-Werkzeug die Lampen einfach ein bisschen
anzuwinkeln. Dann haben wir das Problem schon mal los. Jetzt haben wir immer noch das Problem unserer Landebeine. Was wir jetzt mal probieren können, ist tatsächlich einfach die kleineren Landebeine zu nehmen, um zu gucken, ob die ein bisschen enger anliegen und uns damit das Problem von ganz alleine lösen. Ich befürchte aber, die Antwort wird nein sein. So, eingefahren starten. Und dann gucken wir mal, also wieder Verkleidung bauen. Zack. Und ihr seht, einen ganz kleinen Mühe gucken sie noch raus, wenn ich das richtig sehe. Ja. Gut. Tja, da haben wir jetzt ein Problem, ne? Wie können wir das lösen? Wir können zum Beispiel Landebeine natürlich auch einfach ein bisschen seitlich reindrehen. Stehen wird es dann trotzdem. Das heißt, was wir jetzt machen, ist einfach hier so ein bisschen in die Richtung das Ganze drehen. Das heißt, unsere Landefähre steht dann ein bisschen anders. Wenn ihr da Schiss habt, dass sie umkippt, können wir auch einfach nochmal ein zweites Set Landebeine mit reinnehmen und die hier aufbauen. Zack. Und dann haben wir letzten Endes, wenn das Ding nachher landet, einen relativ sicheren Stand auf insgesamt 6 Beinen, der auch immer noch tiefer sitzt als das Triebwerk. Ihr müsst halt nur gucken, dass ihr euch dann mit den kleinen Stützbeinen hier unten einfach an der Kante orientiert, dass die alle ungefähr die gleiche Höhe haben. Und jetzt probieren wir es nochmal. Und jetzt müssten wir nämlich, wenn wir die Verkleidung komplett aufziehen, Achtung, ich benutze hier die 1,8 Meter Variante, das Ding komplett einmanteln können. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen über den Lampen bleiben, ziehen das nach oben und machen das zu. Und dann haben wir jetzt unseren Moonlander mit insgesamt schon gut etwas mehr als 4000 Delta V in diesem Fairing eingebaut. Das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich um nicht mehr allzu viel mehr kümmern, als das Ding hier in die Atmosphäre zu bringen. In die Atmosphäre, in die Umlaufbahn natürlich zu bringen. In der Atmosphäre wäre noch nicht ganz das, wo wir hinwollen. Und das Ganze können wir eigentlich über zwei verschiedene Sachen machen. Ich muss mal gucken, haben wir schon die Strukturrümpfe? Triebwerksplatte EP18. Sehr schön, wir haben schon die Triebwerksplatten. Dann machen wir das doch über die Triebwerksplatten. Und zwar werden wir jetzt einfach den FTLX900 nehmen. Ich glaube, das ist fast ein bisschen viel des Guten, aber das nehmen wir als Upper Stage. Das ganze Ding. Und werden dort mit einer... Hatte ich sie eben gehabt hier mit einer Triebwerksplatte dazwischen gehen. Und die Triebwerksplatte können wir jetzt einstellen, dass wir sie mit mehreren Triebwerken bestücken. Also wenn wir rechts klicken, hat die erstmal einen Single Cluster Node. Den werden wir jetzt gleich auf 2 umstellen. Und dann benutzen wir einfach 2 von den Terrier Triebwerken. Da müssen wir gleich mal gucken, in welcher Variante die da gut reinpassen. So passen sie da rein mit der kleinen. Sehr schön. Okay, so haben wir 2 Triebwerke. Wenn wir da jetzt mal drauf gucken. Achso, eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Wenn ihr die Sachen hier sauber eingestellt habt, Moon Vakuum, dann könnt ihr das hier aufklappen, indem ihr auf diese Delta V-Zahl draufklickt. Und dann seht ihr verschiedenste Sachen. Ich habe in den letzten Tutorials immer von einer Thrust-Weight-Ratio gesprochen, die positiv sein muss und wie man die berechnet. Ich wurde darauf hingewiesen, dass das natürlich auch einen deutschen Namen hat. Das stimmt. Das ist das Schubgewichtverhältnis, abgekürzt SGV. Und das sollte größer als 1 sein, damit wir auf dem Moon landen können und damit wir vom Moon auch wieder starten können. Ihr seht hier, das Schubgewichtsverhältnis ist 3,12 beim Landen und 8,28 beim Starten. Ist also alles super. Und genauso können wir hier jetzt auch gucken. Jetzt ist aber ganz wichtig, dass wir daran denken, das zurückzustellen auf Körben und Vakuum für unsere Upper Stage. Wie viel Schubgewichtverhältnis hat die? 0,63, das ist für eine Upper Stage völlig in Ordnung, hat aber nur 890 Delta V. Das heißt, wir müssen jetzt noch gucken, dass wir ungefähr ...3000 brauchen wir nicht, aber so 2600 den Dreh aus unserer anderen Stage rausholen. So, wir brauchen jetzt einen Entkoppler TD18. Den können wir unten an diesen zusätzlichen Böbbel, der durch die Trustplate entsteht, ansetzen. Man kann die Trustplate jetzt auch in den Varianten in der Länge deutlich kürzen. Und ihr seht, hier sieht es so aus, als ob wir, ich sag mal, mit Mittelkurz ganz gut leben können. Ja, dann sind wir nicht in dem Ring drin. Mittelkurz sieht noch okay aus. Und jetzt packen wir uns hier als nächstes unsere Rakete drunter. Ich werde jetzt Folgendes tun, dass wir einfach aus den Tanks
uns eine längere Rakete bauen und diese dann jetzt gleich mit Triebwerken ausrüsten und noch mit Boostern. Und auch hierfür, denke ich, macht Sinn, wenn wir wieder die Trustplate nehmen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wie viel wir da eigentlich drauf bekommen an kleinen Triebwerken. Ich würde nämlich im Moment dazu tendieren, dass 4 wahrscheinlich eine ganz gute Idee wäre von unseren Schwenkertriebwerken. Aber da müssen wir mal sehen. Ah, die sind halt auch ein bisschen groß dafür, ne? Schön ist halt anders. Schön ist definitiv anders. Wir hätten jetzt mit 4 von diesen Triebwerken auf Meereshöhe ein Schubgewichtsverhältnis. Ich gebe mir wirklich Mühe, es auf Deutsch zu sagen. Ich gebe mir wirklich Mühe. Ein Schubgewichtsverhältnis von 1,5. Das wäre relativ okay. Wir werden aber noch Booster dazu packen. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie viel Delta V hatten wir jetzt gerade? 1200. Das ist auch reichlich. Wenig. Wie kriegen wir hier genug Delta V raus, um das Riesenteil nach oben zu bringen? Das ist jetzt die große Frage. 2800. Ah, wir sind aber fast da. Also mit den Boostern sollte das klappen. Okay, jetzt heißt das, wir müssen ein bisschen gucken, wie wir das mit den Triebwerken lösen. Ich würde ein bisschen weniger Triebwerke nehmen. Das ist tatsächlich sonst zu viel. Ich befürchte aber, dass ein Doppeltriebwerk nicht reichen wird. Oh, wir haben jetzt 1,02. Das ist gar nicht so schlecht. Es ist in der Atmosphäre natürlich noch ein bisschen weniger. Also da wichtig, dass ihr immer auf Meereshöhe prüft. Das ist natürlich das, was ihr beim Start brauchen werdet. So, und jetzt kommen wir zu dem Booster-Part. Leider sieht das jetzt nicht schön aus, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das hatte ich mir ein bisschen angenehmer vorgestellt. Was können wir denn optisch dafür oder dagegen tun? Also, es muss ja optisch auch ein bisschen was hergeben, die Rakete. Wir haben im Moment leider noch keine großen Triebwerke, deshalb werden wir jetzt mal Folgendes probieren. Also, diese Triebwerke hier haben auch einen Schub von 108 auf nautisch 0. Das sind 205, das sind 167. Das heißt, wir nehmen hier einfach mal 4 von. So. Und ich hoffe, das bringt uns ein Stück weiter. Zack, so hätten wir nämlich zumindest mal optisch die Möglichkeit, ein bisschen was draus zu machen. Also damit sind wir bei 1,02 Schubgewichtsverhältnis. Das ist schon mal ganz gut. Und jetzt bauen wir noch Booster mit dazu und dann gucken wir mal, ob wir rechnungsmäßig da ankommen, wo wir eigentlich hinwollen. Die Booster werden wir direkt in Richtung unseres Kippens packen. Also wir nehmen 2 Stück und wir packen diese ungefähr mittig zwischen den zweiten und den dritten Tank und gehen dann hier rüber und nehmen uns die guten alten Klopferbooster, die kennt ihr ja schon, und packen die mit dazu. So, die müssen wir jetzt natürlich insgesamt noch ein bisschen sortieren, denn die Booster sollen zusammen mit den Triebwerken zünden. Zack. So, dann hoffe ich, dass wir das neu ausklappen. Na, ach so, ja, entschuldigt bitte. Ich habe das Staging-Muster natürlich. Wir dürfen die Booster nicht abwerfen, bevor wir sie zünden. Dann funktionieren sie natürlich nur sehr eingeschränkt gut. So, und jetzt seht ihr schon, haben wir ein Schubgewichtverhältnis von 1,62, was für den Start sehr gut ist. Das können wir dann tatsächlich sogar noch ein bisschen begrenzen. Also, es reicht, wenn wir am Anfang so. Ah, schade, dass wir das. Brauchen einen Moment, um das zu updaten. Es reicht, wenn wir am Anfang so ungefähr 1,5 haben. Wir müssen es nicht übertreiben. Und was ich, wie gesagt, gerne mache bei den Sachen, auf jeden Fall ist noch so ein Aerodynamikhütchen drauf, damit das nicht völlig daneben geht. So, hier können wir noch ein paar Flossen ran, einfach um das Ding auch zu stabilisieren. Wir werden vorne sehr viel Drag erzeugen mit dem dicken Fairing. So, die Dinger autostarten wir jetzt auf jeden Fall gegen die Mitte. Das Teil hier werden wir einfach mal der Länge wegen gegen das Root-Part, also das Verankerungsteil, strutten. Und hier oben sollten wir auch nochmal gucken, dass hier die Autostreben von den Seitentanks auf jeden Fall auch gegen das mittlere Teil gehen. Und wir nochmal gucken, dass wir von hier oben eine Autostrebe auf das schwerste Teil, das sind im Moment die Booster, durchziehen. Und last but not least mit 2 unserer Startstabilisierer dafür sorgen,
und dass die Kiste hier nicht irgendwie auseinanderbricht. So, und ich hoffe, ich habe heute rechtzeitig dran gedacht und ist das richtige Teil. Genau. Also ich habe hier dann noch den Entkoppler TD25 zu testen. Ich werde jetzt folgende sehr spannende Sache tun. Die tue ich nur, weil ich das zu testen habe. Ich nehme den Entkoppler TD25 und packe den hier zweimal unter den Booster drunter. Die mache ich einfach mit direkt in die initiale Zündung rein. Das heißt, wenn wir initial zünden, werden wir auf jeden Fall unsere Startrampe lösen und wir werden diese beiden Entkoppler lösen. Weil das ist mein Auftrag. Ich habe die am Körbeln am Startplatz zu testen. Und sie abzukoppeln ist quasi der Test, den ich durchführen soll. Von daher ist dann auch direkt alles gut. So, jetzt müssen wir noch einmal schauen. Die Werte sehen jetzt natürlich relativ gruselig aus, weil ich die ohne Vakuum mache. Wir werden relativ schnell steigen. Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenrechne, sind wir bei 2000, 2800. Und wir haben hier oben genug Reserve drin, um damit in den Orbit zu fliegen. Das heißt, wir werden mit dieser Stufe auch teilweise schon in den Orbit fliegen. Wir werden dann nochmal 900 rausnehmen, um damit unsere Beschleunigung zum Moon zu machen, zu bremsen dort und zu landen. Das sollte eigentlich von den Delta-V-Werten her super gut klappen. Und damit haben wir dann unsere erste Moon-Rakete, die einen zusätzlichen Komplexitätsfaktor durch mich bekommen hat, weil ich hier noch so einen kleinen Test durchführe. Und dann gucken wir mal, dass wir unseren Jebediah nehmen, beziehungsweise könnten wir natürlich auch mal die Frauen an die Macht lassen. Das heißt, unsere erste Pilotin Richtung Moon-Landung wird die Valentina, die darf da die erste Flagge aufstellen. Und jetzt müssen wir nochmal unser Staging durchkontrollieren, bevor wir uns dann gleich auf den Weg machen. Also, auf der ersten Stufe lösen wir auf jeden Fall unsere Startrampe. Wir schmeißen diese Decoupler weg, die ich eh nur testen will. Wir machen unsere Booster an. Und wir zünden unsere vier Triebwerke, die wir seitlich gemacht haben, und sind dann erstmal mit einer Thrust-Weight-Ratio oder Schubgewichtsverhältnis von 1,49 ganz gut unterwegs. Wie gesagt, 1,5 ist ein relativ guter Daumenwert. So, das sieht gut aus. Dann fliegen wir weiter. Dann passiert als nächstes immer, wenn ihr die Maus drüber haltet, seht ihr, was dann passiert. Bei größeren Raketen wird das relativ interessant. Dann entsteht als nächstes die Abkopplung dieser seitlichen Booster. Wir können jetzt höhentechnisch schon mal davon ausgehen, wenn das passiert, haben wir so die ersten. Also wenn ihr es ganz kleinlich machen wollt, sagen wir mal, ich peile es jetzt mal über einen groben Daumen, haben wir 10 Kilometer Höhe schon geschafft. Und dann seht ihr, koppeln wir die ab und haben dann ein Schubgewichtsverhältnis von 1,36, also auch immer noch positiv, werden also weiter beschleunigen, haben dann nochmal 978 Delta V, die sich natürlich nach hinten raus auch noch ein bisschen entwickeln, aber ihr seht, viel tut sich da gar nicht mehr, weil die Atmosphäre so viel dünner nicht mehr wird. Aber wo sich natürlich viel entwickelt, ist hier in der nächsten Stage, wo wir dann auf zwei Terrier-Triebwerken fliegen. Das heißt, hier können wir eventuell noch konsolidieren und sagen einfach, wenn wir die Abtrennung machen, zünden wir auch gleich die Triebwerke, geht es dann gleich los. Fliegen dann mit 0,63 Schubgewichtsverhältnis. In der Upper Stage muss tatsächlich dieses Verhältnis nicht mehr unbedingt positiv sein. Ist es bei echten Raketen auch nicht, weil wir dort schon sehr viel Geschwindigkeit aufgenommen haben und auch schon eine gewisse Höhe haben. So, dann wird irgendwo hier, ich packe es da jetzt mal hin, unser Fairing aufgemacht. Das ist auch nochmal Zusatzgewicht, was wir loswerden. Und wir können uns dann... Das ist die Thrustplate, die sollten wir nicht einfach so abwerfen. Genau, wir können uns dann hier mit dem neuen Triebwerk anfreunden. Wenn wir das zünden. So, da werden wir dann ein Schubgewichtsverhältnis von nur 0,5 haben. Da sind wir aber schon fast im Orbit, beziehungsweise sind dann nachher im Orbit und bewegen uns davon weg. Das reicht dann auch völlig, dafür ist es halt sehr effizient. Und haben dann nachher natürlich noch die drei seitlichen Gondeln, die wir abwerfen, sobald wir sie nicht mehr brauchen, weil sie leer sind oder wir vom Moon starten. Das variieren wir je nachdem, was so passiert. So, und damit haben wir unsere Moon-Rakete und ich würde sagen, ich drücke jetzt mal auf Speichern und dann werden wir in der nächsten Folge gucken, ob wir das Ding denn auch zum Moon geflogen und dort gelandet bekommen. Mein Name ist Robert und tschüss.